Hallo und seid ganz herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde Horizon Forbidden West. Protokoll Captain Suero. 12. Mai 2037. Captain Suero. JTF 10, drittes Geschwader. Wann zum Teufel haben die Feds beschlossen, diese Jeezen-Schrotthaufen mit scharfer Munition auszustatten? Sie haben wohl erkannt, dass ihre nicht-tödliche Lösung überhaupt nichts löst. Hodgins glaubt, er kann weiter oben auf dem Berg ein Signal kriegen. Verstärkung rufen. Wenn die Feds mit harten Bandagen kämpfen wollen, kriegen die Drohnen von der JTF ein Feuer wie am 4. Juli. Sein Bein sieht allerdings übel aus. Es wird schwierig werden, ihn in den Berg hochzukriegen. Oh, dann sind sie doch hier im Krieg hochgeklettert. Na gut. Wäre halt wirklich witzig gewesen, würden sie so eine Freizeitaktivität als irgendwie cultural bzw. militärisch bezeichnen. Das ist halt wirklich so ein Klassiker in der Archäologie. Das ist ein Meme. War auch neulich in meiner Masternachprüfung. Ich wollte es nicht in den Mund nehmen. So, warum wurde dies und jenes bestimmt gemacht? Bestimmt kann mir mein Fokus Pentos Spur zeigen. Ich wollte es nicht in den Mund nehmen, dass es eventuell auch... Das müssen Pentos Spuren sein. Hoffentlich kann ich ihn einholen. Ich wollte es nicht in den Mund nehmen, dass diese Frage, warum war dieses und jenes, dass es auch einen kulturellen Hintergrund haben kann. Offenbar aber das wollten sie tatsächlich hören. Teile des halt die Schnauze, Aloy. Du sabbelst mir zu viel. Der vermisste Soldat muss hier hochgeklettert sein. Ja, aber das wollten sie hören. Das wurde mir dann auch in einer Nachbesprechung erzählt. So, ja, warum habe ich das nicht gesagt? Und ich dachte so, ach, jetzt, echt jetzt, Leute. Das Meme ist das, was ihr hören wollt. Man macht sich selber die ganze Pento Zeit darüber lustig. Vorbei. Der Pfad muss nach ihm eingestürzt sein. Vielleicht kann ich hinübergleiten. Geschafft. Jetzt müsste ich Pentos Spur wiederfinden können. Da ist sie. Pentos Spur führt auf diese Klippe, aber der Berg ist instabil. Aus dem Weg! Ich werde... Hoffentlich ist das Pento. Das hier ergibt eine kräftige Farbe. Das ist auch das, was andere sagen, dass Aloy einfach zu viel quatscht in diesem Fall. Das sieht aus, als bräuchte er Hilfe. Wer ist da? Eine Freundin! Deine Mutter! Diese Maschinen kommen mir nicht in die Quere. Erledigt. So, mitnehmen. 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 Du, 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 du. Mitnehmen, mitnehmen. Du, 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 du. Wo ist der denn jetzt? Ah, hat er schon wieder weitergerannt. Ah, hier liegt noch was. Ah, Jägerpfeile. Schön. Muss ich selber keine erstellen. Pento? Kennen wir uns? Vicata schickt mich. Wir müssen vom Berg runter, sofort. Nein, ich kehre nicht zurück als Versager. Ich hole mir diese Blume um jeden Preis. Hör zu, ich weiß, wie es ist, wenn ein Stamm dich verachtet, aber... Dann verstehst du ja, wieso ich entweder den Gipfel erreichen oder dabei sterben will. Vielen Dank. Was machst du da? Der Aufstieg soll doch zu zweit bestritten werden, oder? Ich bin deine Partnerin. Ich folge dir nach. Nimm ein paar davon. Sieht aus, als ob der Pfad hier weitergeht.
weiter. Du kennst meinen Namen, aber ich nicht deinen. Ich bin Aloy. Nein? Willst du dich wirklich mit dem größten Versager des Bollwerks einlassen, Aloy? Ich mache mir gern selbst ein Bild von Menschen. Weißt du, nicht jeder wird mit einem Schwert in der Hand geboren. Doch offenbar muss man das, um ein Tenak zu sein. Hiermit kann ich allen das Gegenteil beweisen. Was war das? Keine Ahnung. Vielleicht nur der Wind. Sackgasse. Das war unglaublich. Ich fälle diesen Baum. Dann erreichen wir den Kletterpfad. Habe ich absolut nichts dagegen. 12. Mai 2037. Ich muss kurz verschlafen. Hodgins hat starke Schmerzen. Wir kriegen immer noch kein Signal. Die Drohnen der Feds kreisen über uns. Hoffentlich geben die Bäume uns etwas Deckung. Wir müssen weiterklettern. Ich habe Hodgins gesagt, er soll mich bloß nicht im Stich lassen. Um ihn zu motivieren, habe ich mit ihm gewettet. $1000, dass seine geliebten Wayfarers das Spiel heute Abend verlieren. Sie sind der haushohe Favorit. Er muss es also nur noch nach oben schaffen und kann den Rest seines Lebens über mich herziehen. Das sollte ihn bei der Stange halten. Nennen wir es mal Baumfällen. Hey, wenn ich das den Jungs draußen erzähle, die hier wirklich Bäume fällen. So, ach ja, ich habe heute auch einen Baum gefällt. Wenn sie schief lachen. Wir sollten von dem Baum aus auf den Kletterpfad springen können. Du bist ja für alles ausgerüstet. Danke. Klettern wir mal los. Einer unserer Baumprofis kann mich tatsächlich auch aus dem Laden nehmen. Ich arbeite. Fast geschafft! Na, geht doch! Unfassbar, wir haben es geschafft! Halt die Schnauze. Der meinte so, ich hab dich auch schon mal gesehen. Bist du öfter in der Stadt unterwegs? Weil ich so, ja, ich arbeite da und da im Laden. Ah ja, das kann sein. Kann auch sein, dass ich ihm schon mal weitergeholfen hab. Frostklaue! Das fehlt uns noch! Die erledigen wir. Na los! Zielen! Atmen! Starker Treffer! Da, Brandfeld. Zack. Geschafft. Komm, hier lang, Aloy. Warte. Paket Feuerjägerpfeile. Sehr schön. Ach stimmt, ich habe hier so einen Skill, dass ich zweimal Bären aufhebe, wenn ich einmal benutze.
Ich nehme sie mit und werde ein echter Soldat. Der Sturm. Er lässt nach. Und? Wie fühlt sich dieser Erfolg an? Ziemlich großartig, das... Das... bedeutet mir alles. Weißt du, selbst wenn du damit zurückkehrst, behandeln sie dich vielleicht nicht anders. Ich glaube, ich musste mir selbst beweisen, dass ich es schaffe. Du solltest zurückgehen. Sag allen, dass es mir gut geht. Ich hätte gern noch einen Augenblick für mich. Ich komme gleich nach. Na klar. Vielen Dank. Mein Schildflügel bringt mich bestimmt schneller zum Ende des Wegs. Das und die Aussicht auch. Ist auch gut. Na, das war ein Spaß. Wir sind da oben fast zur Hölle geschickt worden, als Hutchinson auf dem Gelände herumgehumpelt ist und versucht hat, ein Signal zu kriegen. Nur gut, dass Mojave uns gehört hat. Das Kommando hat die Jets geschickt. Die Drohnen hatten keine Chance. Jetzt wissen wir also, dass die Feds uns ohne zu zögern umbringen würden, um unser Land in die Finger zu kriegen. Tja, hört ihr nicht, ihr Wichser. Hutchins Bein sieht schlimm aus, aber das Evakuierungsteam sollte bald hier sein. Er wird es schaffen und ich habe wohl $1000 verloren. Gut angelegtes Geld. Trotzdem hasse ich die Wayfarers. Wie hoch der Schnee wohl nachher liegt? Die Aussicht ist gut. Naja, reden wir nicht drüber. Ich glaube, da vorne kommt ein Berg, in den ich theoretisch reinklatsche. Jetzt, da der Sturm sich gelegt hat, sieht alles so friedlich aus. Hä? Weißt du nicht, in welcher Landschaft du unterwegs bist, Aloy? Also ja, hübsch ist es, wenn man ein bisschen was sieht. Ich sollte bald unten beim Pfad ankommen. Pento kann nicht weit zurück sein. Ja, Pento ist nicht so krass abgesprungen wie du, ne? Den Trophäen, langen Gleitflug erledigt. Da sind ja alle. Aloy! Sie ist zurück! Aloy, du kehrst allein zurück. Wo ist er? Ist mein Bruder. Was soll denn dieses Gejammere, Jacka? Du bist jetzt Schwester eines echten Soldaten. Pento! Au! Hier ist die Blutkrone, als Beweis meines Marsches. Und mit meinem Segen gehörst du nun zu uns. Mögest du auf den Flügeln der Zehen deinen Weg finden. Das soll wohl ein Witz sein. Der, ein Soldat, bitte. Blume hin oder her, wir wissen alle, dass er nur dazu taugt, unseren Dreck wegzuräumen. Dann sind wir hier fertig. Pack Schnee drauf, sonst gibt's einen Bluterguss. Ich verdanke dir mein Leben. Wenn ich mein Soldatenzeichen habe, kommen wir vielleicht in dieselbe Truppe. Dann könnte ich mich revanchieren. Er ist süß. Geh schon, ich komme nach. Hier, zur Erinnerung an unseren Aufstieg. Mögen die Zehn dir stets zum Sieg verhelfen, Aloy. Wir sehen uns wieder, Pento. Marsch eines Soldaten. Ah, ich habe ein paar Skillpunkte. Gibt's hier unten eigentlich noch irgendwas Sinnvolles? Boah, gut. So. Was halbwegs Sinnvolles. Die Bemannung ist, glaube ich, gar nicht mal hässlich.
Schacht nach unten. Dann machen wir noch mal einen Rebellenaußenposten platt. Noch ein Rebellenaußenposten. Ich hörte, hier gäbe es einen. Ich sollte den Anführer erledigen. Ui. Die Maschine ist schwach gegen Frost. Stark gegen Feuer? Echt jetzt? Also mit Feuer habe ich dem gerade ganz schön eingeheizt. Wie du glaubst. Wir werden angegriffen. Der Rüstung nach weiß ich, wer hier das Sagen hat. Huch. Steh doch auf, du dusselige Kuh. Ich sehe nichts. Mal sehen, wie dir das gefällt. Vielleicht können wir ein Treffer lassen. Verdammt! Ja, weißt du, ich darf wieder den Scheiß tun, weißt du? Ich liebe es, wenn Gegner alles dürfen, während ich nichts darf. Was ist das denn für ein Bullshit? Ich fange hier an. Ich hab keine Angst. Das Ding ist eingefroren. Ich vernichte sie! Was du hier machst. Wir sollten nicht den Fallen laufen, die dich gleich gelingt. Ich zerbreche dich wie einen Zweig! Versuch's gar nicht, erst auszuweichen. Ich darf doch eh nicht.
Dich. Das ist halt so witzig, wie der mich nicht hittet und ich trotzdem durch die Gegend fliege. Ich finde, das ist halt super lustig in Horizon 2. Ja, wenigstens ist der Huso hier weg. Sind. Ich nehme sie erstmal an mich. Ohne einen Anführer sollten die Rebellen von hier verschwinden. Aber ich könnte mich auch jetzt um sie kümmern. Auf jeden Fall bin ich hier. Ja nicht! Was geht hier? Halt die Schnauze, dumme Schlampe. Schießen, die den Berg herunterkommen. Deswegen ist hier das Rebellenlager. Sie ist verletzt. Das nehme ich mir.
Ups. Dieses Mal kriege ich dich. Das Gebiet sollte sicher sein. So. Abgeschlossen. Zählt's als abgeschlossen? Ja. Sehr gut. Oh, ich bin auch schon ein bisschen über der Zeit. Fallen mit Stil. Wo ist denn das Lagerfeuer? Dann speichere ich dort noch einmal schnell und dann... Ah, hier. Und dann haben wir es für heute. Gut, ich bedanke mich ganz herzlich bei euch für eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Bis dann und ciao, ciao.